Ja, liebe Genossinnen und Genossen, ich möchte in der Diskussion nochmal auf die Eingangsstatements von Gabi Zimmer und Dieter Haushold zurückkommen und möchte nochmal damit beginnen, mit der Beschreibung von Dieter Haushold zum demokratischen Sozialismus, unserer Vision für diese Gesellschaft, die in den Worten von Dieter Haushold, und das ist ja auch so von uns in der Programmdiskussion immer wieder unterstrichen worden, nicht irgendwann in ferner Zukunft beginnt, sondern den demokratischen Sozialismus, den wollen wir hier und heute beginnen aufzubauen, und die konkrete Politik, die damit sich für uns verbindet, zu den Fragen möchte ich kurz nochmal Stellung nehmen, denn für den Stadtverband Gera und für die Stadtratsfraktion auch in Gera muss dies ja konkrete Rückschlüsse ermöglichen. Wenn wir uns auf den Weg zum demokratischen Sozialismus begeben haben, dann sprechen wir ganz oft davon, dass wir hier auch in Gera eine demokratische, selbstverwaltete Bürgerkommune organisieren wollen. Und diese demokratische und selbstverwaltete Bürgerkommune, die beginnt eben auch nicht erst in ferner Zukunft, sondern die soll auch im Heute und hier beginnen. Und deswegen ist für uns ganz wichtig, und das praktizieren wir ja auch schon seit vielen Jahren, denke ich, auch ganz erfolgreich, dass wir als Linke hier in Gera immer wieder den engen Kontakt mit den Einwohnern unserer Stadt suchen und die Probleme diskutieren. Das machen wir nicht nur am Infostand. Ich weiß, dass ganz viele auch von euch tagtäglich über den Gartenzaun in der Wohngemeinschaft vor Garagen zu den Problemen Stellung beziehen müssen, weil sie erkannt werden, weil sie sich bekennen zur Linken und dort das Gespräch mit unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern suchen und damit auch natürlich unsere politischen Ansätze, unsere politischen Alternativen transportieren. Und das hat natürlich, dieser Weg zur demokratischen und selbstbestimmten Bürgerkommune, auch eine hohe Verantwortung für all die, die mit Mandat und Funktion der Linken auch in der öffentlichen Debatte sich zu Wort melden. Auch wir, zum Beispiel als Mitglieder der Stadtratsfraktion, müssen ganz intensiv den Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern suchen. Wir müssen hinausgehen zu Bürgergesprächen, auch in entfernte Stadtteile. Und ich sage es auch ganz deutlich mit einem selbstkritischen Unterton, da gibt es noch Potenzial, da sind wir noch nicht am Ende unserer Möglichkeiten. Beim Suchen dieser Kontakte mit Bürgerinnen und Bürgern, da sind wir noch nicht so weit, wie wir uns das selber auch vorgenommen haben, in dem gemeinsam von Vorstand und Stadtratsfraktion verabschiedeten Papier zu einer vernetzten Öffentlichkeitsarbeit. Da stockt zurzeit etwas die Umsetzung, aber auf diesen Weg müssen wir uns begeben. Denn ich bin fest davon überzeugt, dass wir vor dem Hintergrund auch der Forderungen, die wir im Parteiprogramm jetzt als Entwurf diskutieren, mit dem Begriff des demokratischen Sozialismus als Vision unserer gesellschaftlichen Zukunftsvorstellung, dass wir die Transparenz der kommunalpolitischen Entscheidungsprozesse und die Bürgerbeteiligung mit dem Stichwort direkte Demokratie zu einem unserer Markenzeichen machen müssen. Machen müssen auch noch verstärkt in der Zukunft. Wir sind da bisher auch schon sehr erfolgreich gewesen, gerade auch hier in Gera. Ich möchte wenige konkrete Beispiele nennen, die uns in der öffentlichen Debatte nicht immer nur sozusagen wohlmeinend vorgehalten wurden, wo es auch viele Kämpfe bedurft hat, aber wo ich denke, im Ergebnis sind wir doch mit dem Blick auf das, was wir in Zukunft erreichen wollen, ganz erfolgreich dabei gewesen. Es gab in der letzten Legislaturperiode hier im Stadtrat, die einen oder anderen werden sich mit Sicherheit daran erinnern, erhebliche Debatten über die Notwendigkeit eines Seniorenbeirats hier in unserer Stadt. Wir haben mit viel Mühe und vieler Diskussion dann am Ende des Tages doch auch im Stadtrat eine überzeugende Mehrheit dafür initiieren können. Und es gibt diesen Seniorenbeirat heute hier auch in Gera mit einer entsprechenden rechtlichen Ausgestaltung. Und das, denke ich, ist schon einer der Erfolge, die wir uns auch auf dem Weg, den wir dort beschreiten wollen, zu einer demokratischen und selbstverwalteten Bürgerkommune auf die Fahnen heften können. Und nicht zuletzt waren wir es auch in Gera, die als ein ganz aktiver Teil der Bündnisse der übergreifenden landesweiten Volksbegehren erst für mehr direkte Demokratie, auch in den Kommunen, und dann auch zum Volksbegehren für eine bessere Familienpolitik einen erheblichen Anteil daran hatten, dass entsprechende Stimmenzahlen im Sinne von Unterschriftsleistungen zusammengekommen sind. Volksbegehren für gerechte und bezahlbare Kommunalabgaben, das wir als Linke im Landtag unterstützen. Der Landesvorstand selber hat sich gestern dazu auch bekannt. Das Volksbegehren ist getragen von der Bürgerallianz hier in Thüringen und es geht darum, dass diese Fragen der Abwasser- und Straßenausbaubeitragsgebühren in Zukunft gerechter geregelt werden sollen. Es entspricht im Prinzip einem Gesetzentwurf, den wir als Linke gemeinsam mit den Grünen in den Landtag eingebracht haben. Und deswegen bitte ich euch heute hier, dieses Zulassungsverfahren mit zu unterstützen, mit eurer Unterschrift. Ihr findet diese Vordrucke, die jeder wieder einmal selber handschriftlich ausfüllen müsste, hier vorne auf unserem Materialtisch, damit das nachher in der Pause vielleicht mitgenommen werden kann. Wer es heute gleich ausfüllen kann, kann das dann auch gleich wieder daneben ablegen, wäre meine Bitte. Auch das ist ein Schritt in Richtung selbstbestimmter demokratischer Bürgerkommune.
Und ich möchte schon konkret auch für Gera sagen, ja, auch das Bürgerbegehren zum Erhalt der Kita-Wochenplätze ist ein Schritt auf diesem Weg. Und da haben wir hier in Gera als Linke im Stadtvorstand uns eindeutig dazu bekannt. Wer das noch nicht unterschreiben konnte in der Vergangenheit, hat auch dazu heute hier noch die Möglichkeit. Das ist eine Initiative, die inzwischen von über 6.000 Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt per Unterschrift auch mitgetragen wurde. Und vor diesem Hintergrund bin ich auch sehr optimistisch, dass wir damit erfolgreich sein werden, wenn es darum geht, diesen Bildungsbaustein in unserer Stadt zu erhalten. Dieses Bürgerbegehren liegt, wie gesagt, auch hier hinten aus. Und da wäre die Bitte für diejenigen, die das noch unterschreiben wollen, das heute mit zu tun. Als Aufgabe sehe ich aber auch für uns hier in der Stadt Gera, im Maßstab auch der Aktivitäten der Stadtratsfraktion, dass wir nicht nur im Stadtrat, sondern auch in den Gremien, die mit dem Stadtrat unmittelbar zusammenhängen, Aufsichtsräte, Beiräte, immer daran denken, dass wir unser Markenzeichen darin sehen wollen, Aktivitäten, die wir in diesem Zusammenhang organisieren, mit möglichst größter Transparenz und direkter Bürgerbeteiligung anzugehen. Und da denke ich, da sind wir auch in Zukunft mit Sicherheit vor Aufgaben gestellt, wenn ich an die auch in der Vergangenheit schon mal wieder stattgefundene Diskussionen zu strategischen Entscheidungen denke über unser kommunales Eigentum, Stichwort die Zukunftsentwicklungskonzeption unserer Stadtwerke, wenn es darum geht, zum Beispiel berufende Bürger auch in Ausschussarbeit oder Arbeitskreisarbeit in den Fraktionen mit einzubeziehen. Auch das, denke ich, haben wir für uns klar beantwortet. Und wenn es darum geht, sozusagen Bürgerinnen und Bürger zu aktivieren, so wie wir das beim Volksbegehren, so wie wir das beim Bürgerhaushalt, Entschuldigung, gemacht haben mit unseren drei Veranstaltungen zu Beginn des Jahres, so wollen wir das auch nächste Woche am Donnerstag wiederholen. Dazu findet ihr Einladung hinten auf unserem Materialtisch mit einer öffentlichen Informationsveranstaltung zum integrierten Stadtentwicklungskonzept, was jetzt erarbeitet werden soll, inklusive der Sozialplanung. Dazu sind wir wieder im Verbund unterwegs mit SPD und Grünen, hier in einer öffentlichen Veranstaltung Aufklärungsarbeit und Angebote zur Mitarbeit zu unterbreiten. Die schriftlichen Einladungen sind auf einem kleinen Flyer hier hinten vorgesehen. Könnt ihr gerne mitnehmen, nächsten Donnerstag 18 Uhr im Stadtmuseum. Seid ihr alle herzlich eingeladen zu dieser Informationsveranstaltung.